jemanden über den Weg trauen oder das eben nicht tun. Jetzt ist es so, dass wir gar nichts dafür können, dass wir so ticken, dass wir so denken, denn dieser Mechanismus, dieses Schubladendenken, ist evolutionär bedingt tief und fest in uns verankert als Menschen. Denn wenn unseren Vorfahren früher so ein hübscher Säbelzahntiger über den Weg gelaufen ist, dann haben sie hoffentlich auch nicht lange überlegt, okay, habe ich es jetzt mit einem netten Exemplar dieser Gattung zu tun oder nicht. Nein, sie haben hoffentlich ihre Beine in die Hand genommen und sind so schnell sie konnten ihr Leben gelaufen. Diejenigen, die das nicht getan haben, für die endete diese Begegnung meistens tödlich. Damit hatten unsere Schubladen, unsere Vorurteile früher in der Steinzeit ihre existenzielle Daseinsberechtigung. Sie waren überlebensnotwendig. Heutzutage leben wir allerdings nicht mehr in der Steinzeit, also zumindest tun das die meisten von uns nicht. Aber unser Hirn arbeitet auch heute noch Ressourcen schon, um Menschen, aber auch Situationen, die uns ungefähr gefährlich werden könnten, sehr, sehr schnell zu erkennen. In dem Zuge werden wir wirklich schon von klein auf Menschen zu kategorisieren und sie sozialen Gruppen zuzuordnen. Wir lernen also, dass wir mit Deutschen andere Eigenschaften in Verbindung bringen als mit Chinesen andere als mit Türken, mit jungen Menschen andere als mit alten Menschen und mit Frauen andere als mit Männern. Das hört sich ja jetzt auf den ersten Blick noch ziemlich harmlos an, oder? Genau dieser Mechanismus sorgt aber auch dafür, dass Menschen in Schubladen gesteckt werden. Kurze Frage, haben wir irgendwelche Kevins oder Chantals heute hier? Niemand? Glück gehabt, sehr gut. Studien stellen nämlich fest, dass Kinder mit dem Vornamen Kevin oder Chantal von Lehrkräften häufiger schlechter benotet werden und auch viel öfter mit Verhaltensauffälligkeiten